Hallo, heute habe ich mir einfallen lassen, euch das nochmal zu zeigen mit dem M8-Halter, wie der angebracht ist, und zwar dann endgültig, nämlich hier mit diesem Strip. Der ist unterhalb an der Schraube befestigt. Der soll zur Sicherheit nochmal angebracht werden, also dann über diese Schraube. Das soll zusätzlich Halt verleihen, nur dass man halt auch mal sieht, dass das, ich zeige das mal an die Kamera von hier, dass das überhaupt, also man sieht es kaum, ja, also fast wie unsichtbar. Eine Sicherheitsschlaufe nochmal drum. Man muss es nicht machen, aber es sind nochmal zusätzlich 50 Kilo. Im Lieferumfang sind auch zwei enthalten. Und ich werde euch nochmal zusätzlich nochmal in dem Video zeigen, dass wir hier ist eine kleine Veränderung eingetreten. Wer sich das andere Video mit dem M8-Halter nun schon mal angeguckt hat, sieht, dass hier jetzt dieser Winkel nicht mehr dran ist. Der Winkel hatte eigentlich keine großartige Bewandtnis, außer dass er halt ständig den Lack zerschrammt. Ja? Deswegen haben wir den jetzt weggelassen. Also der ist jetzt gerade frisch lackiert worden. Also wenn jetzt hier die Farbe runtergeht, das ist völlig normal. Der ist jetzt gerade, also heute Morgen frisch lackiert worden. Also wenn hier jetzt die Farbe runtergeht, ist normal. Aber der Winkel hat ständig hier geschliffen und den musste man auch ständig so aufbiegen wie hier jetzt. Also hier, der ist denn der Originalwinkel ist so. Ich hoffe, man sieht es hier in der Kameraeinstellung. Also man sieht, man muss den. Das ist der aufgebogene, ja, man musste den hier aufbiegen und hier. Das ist auch zusätzlich Arbeit, aber er hat auch gar keine große Bewandtnis. Außer dass er hier stört, wenn man hier jetzt nachziehen möchte, zum Beispiel die Sattelstütze. Wenn man die hier nachzieht, geht das hier viel einfacher. Auch an die Konterung der Muttern kommt man einfacher ran. Insgesamt kann man damit auch die ganze Anhängervorrichtung besser befestigen und ich werde euch nochmal zusätzlich zeigen, eben, also nochmal seitlich, sieht man hier den Strip, ja, über die Bügel nochmal extra, nochmal drüber, eben, aber ich zeige euch nochmal, eben, wie es befestigt wird. Dafür löse ich jetzt nochmal den Strip ab, den brauchen wir jetzt nicht. So, ich schraube das jetzt nochmal rück, also ich baue nochmal die Schraube ab. Von dem Sattel. Und dann zeige ich euch noch mal, wie einfach das anzubauen geht. Also hier sieht man schon, so einfach löst sich die ganze Geschichte. Ja. Hier ist auch noch mal, hier ist die Originalschraube. Also hier ist die Originalschraube. Und hier ist die mitgelieferte Schraube, Edelstahlschraube. Die ist etwas länger, wie man hier sehen kann. Um so viel länger. Also kann man die Originalschraube auf keinen Fall verwenden. Also die Originalschraube weg und nur diese Schraube und auch nur mit dieser Unterlegscheibe. Also direkt würde ich auch nochmal darauf eingehen. Eine Unterlegscheibe hat meistens eine glatte Seite. Die glatte Seite muss immer an den Schraubenkopf, um hier gleiten zu können. Und die matte Seite muss an das Werkstück, damit das fest am Werkstück anliegt und nicht den Lack beschädigt. Gut, eben. So, ich schraube das jetzt nochmal an die Sattelstütze, ganz normal dran. Also so ist es an der Sattelstütze, wird das geliefert. Mit der Original Schraube. Also so bekommt ihr die Sattelstütze. Das ist in dem Fall auch wieder eine M-Valve, wie man hier sehen kann. Die Bewandtnis zum Beispiel, dass ich auf so eine M-Valve gekommen bin, ist, dass man hier zum Beispiel sieht, hier ist ziemlich viel Fläche vorhanden. Und das ist optimal für unseren Halter, weil der damit hier eine schöne Auflagefläche bekommt und liegt hier schön an der Sattelstütze an und erreicht damit eine hohe Festigkeit. Ich hoffe, man kann das sehen. Also, so muss ich es in die Kamera halten. So sieht man das.
Und so kann das auch hier ordentlich festgeschraubt werden. Also hier ist auch noch mal die Anhängervorrichtung. So ist es halt, wird es geliefert. Ja. Die Schraube, Kontermutter in zwei Unterlegscheiben. Die Unterlegscheiben müssen ran, weil sonst würde diese Mutter am Lack kratzen und würde dann halt den ganzen Lack zerkratzen. So, hier ist zum Beispiel der Sattel. Ja. Der ist von Bitkopf. Der wird normalerweise auch mit so einer Klemme, wer so eine Klemme hat zum Beispiel, wir haben auch noch Flügelhalter, die man hier links und rechts anbringen kann, auch mit einer extra Schraube, in dem Fall einen Splint, mit zwei Muttern. Das geht auch, und auch hier mit Kerzensattelstütze. Eben, dafür bräuchtet ihr euch keine andere Kerzensattelstütze, also keine andere Sattelstütze kaufen, sondern könntet die Sattelstütze nehmen, die ihr habt, oder ihr steigt dann auf so eine Federsattelstütze, gibt es auch als Kerzensattelstütze alternativ, und es gibt ja, wie gesagt, diese Halter auch. In einem anderen Video habe ich schon mal gezeigt, wie einfach das auch anzubauen geht, aber alternativ kann man den Sattel auch damit befestigen. So, jetzt möchte ich euch das nochmal zeigen, wie einfach das anzubauen geht. Also jetzt einfach, so wird das jetzt geliefert, so bekommt ihr das nach Hause, und jetzt einfach die Schraube ausdrehen. Wie gesagt, die Originalschraube brauchen wir nicht mehr. Dann den Halter. Also wenn der Halter einzeln geliefert wird, erst den Halter anlegen und dann einschrauben. Durch die beiden klemmen. Und dann an die Mutter anschrauben. Eben ganz leicht andrehen, dann das Ganze hier auflegen, also dann aber richtig rum. Hier ist hinten richtig rum, also das dann noch nach oben drehen. Das nach oben festhalten, dann so auflegen und dann einfach das dann einfach rumdrehen, also ich sag mal so. Ich sitze jetzt hier ein bisschen schief. Ich muss das ja an die Kamera halten. Also dann hier unten das rein, runterklemmen und dann so fest. Dann die Schraube andrehen. So leicht andrehen, dass man dann den Sattel ausrichten kann. Jetzt den Sattel ausrichten. Genau. Jetzt den Sattel auf eure gewünschte Position, also am besten nochmal in das Rad einschieben, festklemmen und gucken nochmal, ob die Position stimmt. Wenn die Position nicht stimmt, nochmal leicht lösen, die Position von dem Sattel ausrichten, also dann nochmal in die Sattelstütze rein, ja, und dann nochmal leicht locker drehen und dann den Sattel nochmal hier, kann man den nochmal verstellen. Ja. Also so, ja, wie man den gern haben möchte. Und dann, also auch nach hinten und nach vorn, und dann festziehen. Wenn das dann einmal fest ist, nach vielleicht einmal fahren oder vielleicht nach ein paar Metern schon nochmal, weil das kann ja sein, dass das hier noch nicht so richtig sitzt alles, und das hier und da noch ein bisschen nachgibt, immer dann nach der ersten Fahrt auf jeden Fall. Und nach alle 100 Kilometer alles mal nochmal nachziehen. Und so einfach ist es eigentlich. Ja. Im Normalfall, wenn man das nicht geübt hat oder so, sollte man sich vielleicht 30 Minuten Zeit lassen. Das wird mit Sicherheit schneller funktionieren. Das Ganze müsst ihr dann noch gerade ausrichten. Nach hinten sieht es dann so aus. Und so. Also so einfach ist es. Was ich noch habe, ist ein Geräuschkit. Haha, was ist ein Geräuschkit? Das habe ich mir einfallen lassen, als ich mit dem ersten Anhänger gefahren bin. Und da waren noch nicht solche straffen Klemmen wie hier dran, sondern das war alles noch ein bisschen lockerer. Jetzt ist natürlich bei diesen straffen Klemmen hier vorne so ein Plastikknauf dran. Also den müssen wir jetzt irgendwie erstmal abkriegen, ja. So, der geht eigentlich auch ganz leicht ab, und dann einfach den Gummi, den schmalen, über die Deichsel drüber ziehen.
über diesen Kipphebel. Und haha, jetzt eben, wird schon erreicht. Also hier ist dann erstmal dann locker. Ja. Hier wird jetzt erreicht, wenn ihr hier eure Deichsel dann aufsetzt, dass das schon nicht mehr nach oben am Metall oder dann in dem Fall an diesen Plastikknopf klappert. Jetzt haben wir da mal eine Kamera draufgesetzt gehabt an der Deichsel und haben gemerkt, das schlägt und klappert und hämmert auf den Kugelkopf. Und wahrscheinlich ist ja dann auch, dass eure Deichsel, die Halterung, darunter leidet. Also haben wir uns noch so einen Gummi einfallen lassen. Und den haben wir einfach dann über diese Deichsel geschoben und ein bisschen Schmierstoff drauf gemacht. Und fertig war unser Geräuschkit. Das kann man dann ganz leicht hier wieder zusammendrehen oder fest nach vorn ziehen. Aber bei diesen neuen Gummis kann man nicht mehr mit diesem Plastikknopf, da muss der weg. Habe ich jetzt für 3,49, also sind niegelnagelneue Gummis, also nicht benutzt. Ja. Mit ein bisschen Vaseline habe ich aber noch ein anderes Video drin. Da habe ich aber den Plastikknopf noch nicht runtergebaut. Also der Plastikknopf muss runter. In der Beschreibung steht das natürlich drin, dass der Plastikknopf runter muss. Sonst wäre das dann letztendlich zu straff. Ja. Ist eine feine Sache, das klappert nicht mehr und so weiter und so weiter. Und es schont die Anhängerkupplung und auf jeden Fall auch den Anhänger, weil es dämpft ja auch, ist ja Gummi, ja, Gummi dämpft, hat dämpfende Eigenschaften. So, also mitgeliefert in dem Kit wird halt letztendlich dieses Teil, so eine Schraube zum hier verkontern und die verlängerte Schraube zum Befestigen. Das alles bekommt ihr in dem Set eben. So ein Geräuschkit müsst ihr extra dazu kaufen, wenn ihr es haben wollt. Ich würde es euch empfehlen, das schont auf jeden Fall eure Nerven. Kein Klapper mehr und das Geld ist es allemal wert. Im Lieferumfang sind zusätzlich zwei Strips, die a 50 Kilo extra halten. Also bei weitem das, was der Anhänger jemals transportiert. Unabhängig davon, was die Schraube hält. Die Schraube würde ohnehin mehr halten. Also allein die Halterung, die so, wird es sowieso mehr halten, als was es überhaupt braucht. Nur verleiht dieser Strip, wir hatten den in den Tests und so weiter, hatten wir den angebracht und wir fanden das gut und haben das auch beibehalten und deswegen legen wir zwei dazu, also einen bringt ihr an und einen könnt ihr euch irgendwo auf Ersatz eben noch aufheben, falls der mal dann, je nachdem wie viel ihr fahrt, könnt ihr den dann irgendwann mal wechseln, wenn es an der Zeit ist. Auf jeden Fall ist es sehr sicher, kann ich nur empfehlen. Hier ist so ein Hitkopfsattel mit Air, also Air Condition, ja, hat der sogar von unten hier, wird gut belüftet und alles. Also das ist auch ein kleines bisschen Hightech, ja. Wie ihr seht, gefederte Sattelstütze, ja. Hier kommt der Anhänger dran, ja. Das Ganze kann hier schön arbeiten, ja. Also das kann hier schön federn. Man kann die Sattelstütze hier unten, ja. Hier kann man das auch noch ein bisschen weicher einstellen, die ganze Geschichte. Da können wir hier mal, wir drehen hier mal ein bisschen an der Schraube und probieren das doch glatt mal aus, ja. Drehen es mal hier bis vor. Das ist dann wahrscheinlich die leichteste Einstellung, die es hat. Eben bündig abschließen. Probieren wir mal. Ja, das federt natürlich gleich ein bisschen leichter. Das ist wohl dann doch, vielleicht, je nachdem, für einen Anhänger kann es ruhig ein bisschen sensibler sein. Ne? Also wie gesagt, alles in allem bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen findet ihr alle Angebote, was die Anhängerkupplung betrifft. Und Halter, wie gesagt, für eure normale Kolben, Sattelstütze und mit diesen Klemmen habe ich auch. Braucht ihr nicht extra eine Sattelstütze kaufen, ihr braucht auch nicht extra eine Federsattelstütze kaufen. Aber es ist natürlich mit Federsattelstütze. Das ist nun mal auch besser, ja. Also es ist auch besser zum Fahren, es ist bequemer. So ein Sattel hier, also das fährt sich wirklich wunderbar. Damit kann man auch längere Strecken einfacher fahren. Auch mit gefederter Sattelstütze, auch der Anhänger und das Geräuschkit und alles zusammen, das hat dann schon eine ganz schöne Wirkung, ja. Wie Tag und Nacht, ja, würde ich mal behaupten, ja. Das Geld ist es auf jeden Fall wert. So ein vergleichbarer Halter kostet allein schon teilweise bis zu 50 Euro. Bei mir bekommt ihr wirklich für 29,99 mit der Anhängerkupplung, den Halter, das Zubehör, komplett für 29,99 inklusive versicherten Versand. Also das ist wirklich preiswerter, geht's nicht. Ich verkaufe auch hier dieses ganze Set, also den Sattel,
die Sattelstütze und das alles komplett angebaut für 79,99. Das muss ja auch alles installiert werden. Also ich brauche da mindestens insgesamt mit der Herstellung und Produktion, Verpackung und etc. pp. Da steckt eine Stunde Arbeit drin. Ja. Also teilweise hier mein Kieslieferant, der verlangt 50 Euro die Stunde. Also wir verlangen keine 50 Euro die Stunde, weil dann könnten wir das gar nicht anbieten. Ja. Also ich sag mal 79,99 ist auch inklusive Versand und eBay-Gebühren, alles Werbung und so weiter und so weiter. Muss ja auch alles bezahlt werden, damit ihr auch wisst, dass es überhaupt sowas gibt. Weil bisher ist es ja noch nicht so bekannt. Ja. Und was ich noch sagen wollte, die Anerkupplung, das ist one and all, also die Halterung ist one and only. Hier oben kann man nichts festmachen. Die nächste Stufe wäre, wo man hier unten das festmachen kann. Da habe ich auch welche im Angebot, falls mal meine nicht gehen, habe ich auch so eine Klemme noch. Die könnte man hier unten festmachen. Damit steht aber die Deichsel wieder schräg nach unten und die ganze Kraft, also das ganze Gewicht, lastet damit auf dem Hinterrad. Eben bei dieser Halterung, die ganz weit oben angebracht ist, steht die Deichsel meistens gerade, ja, also bloß nicht schräg nach oben. Also wenn ihr 1,80, 1,90 seid, dann müsst ihr wieder auf so eine Klemme zurückgreifen. Weil dann kann es passieren, dass dann halt die Deichsel schräg nach oben steht. Das ist vielleicht auch doch eher wieder kontraproduktiv, ja, weil dann rutscht die ganze Ladung nach hinten. Ja. Das wäre das Gegenteil so, dass die meisten sind so 1,70 oder kleiner oder 1,75. Ja. Und da rutscht die Ladung meistens nach vorne und das ganze Gewicht liegt dann auf dem Hinterrad. Also das fährt sich wesentlich schwerer. Wenn die Anhängerkupplung hier oben dran ist an dem Halter, dann steht die Deichsel wirklich gerade. Der Anhänger, ihr werdet kaum den Anhänger noch mal merken. Das fährt sich sowas von einfach, ja. Ihr werdet gern mit Anhänger fahren, wirklich. Also das ist überhaupt total leicht, dann damit zu fahren, weil der Anhänger gleitet sozusagen nur hinterher. Eben nur das geringe Zuggewicht und minus Rollwiderstand und mehr ist dann nicht mehr. Wenn der Anhänger das Gewicht vorne hat und auf den Hinterrad lastet, ihr könnt das ja mal ausprobieren, wie schwer sich das fährt. Ja? Also wenn er das Gewicht weiter nach hinten tut oder über die Achse, ja, bloß nicht zu weit nach hinten, ist auch nicht gut, aber wenigstens so über die Achse eben, dann fährt sich auf jeden Fall auch schon leichter. Aber wenn zusätzlich noch die Deichsel gerade steht und der Anhänger dann gerade steht, dann rutscht auch die Ladung nicht mehr nach vorn. Und dann ist auch kein Gewicht auf dem Hinterrad und dann fährt sich auch leichter. Deswegen so ein Halter und ihr fahrt gern und leicht beladen, auch mit 20 Kilo würde ich sowieso empfehlen, mit diesen Leichtbau-Anhängern da und auch mit dieser Wanne und das alles, nicht mehr als 20 Kilo, habt da lang Freude dran und wie gesagt, mit sowas fahrt ihr dann sogar noch viel einfacher. Eben bald wird es dann irgendwann von uns auch Anhänger geben, die sieht man halt schon mal im Hintergrund oder in dem einen oder anderen Video, werden die schon mal vorgestellt. Das ist natürlich unglaublich teuer, die umzubauen, eben kostet viel Zeit, ja. Zeit ist auch Geld und die Angestellten müssen ja auch bezahlt werden. Jeder will auch einen ordentlichen Stundenlohn haben, ihr wollt ja nicht mit 8 Euro, das geht ja gar nicht mehr, oder mit 9 Euro nach Hause gehen, ja. Ihr wollt ja auch so 12, 13, 14 Euro, möglichst 15 Euro die Stunde verdienen. Und da muss man sich halt auch einen ordentlichen Preis verlangen, ja. Auch bei der Herstellung von dem Halter. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das meinen Angestellten erklären? Soll ich das nur 9 Euro dann die Stunde zahlen, damit es da günstig anbieten kann? Eben, das geht ja auch nicht. Ja. Und so ein Halter, das könnt ihr mir glauben, das dauert seine Zeit. Ja. Hier ist alles abgerundet, also es muss alles abgeschliffen werden, abgelenkt. Die Bohrungen müssen alle mittig sein. Hier hinten sind nochmal zwei Bohrungen. Hier vorne muss auf Gärung geschnitten werden. Das muss natürlich auch mal ausgefeilt werden. Das muss meistens auch Rostschutz behandelt werden, mehrfach, also mehrere Schichten. Ja. Weil einfach nur mit Lack hat man auch schon mal probiert, aber das reicht ja bei weitem nicht aus. Da muss ja richtig Rostschutz drauf. Eben. Und es muss ja auch letztendlich auch alles ordentlich und ansprechend aussehen. Teilweise kommt es an neue E-Bikes und so. Was wir noch im Angebot haben, sind neue Plastikkerben, also schwarze, ja, die kann man sich hier drauf machen. Eben bei den Haltern, da gibt es nur eine Black Edition, ja, das sind die letzten, also das sind die jetzt hier dran kommen. Danach kommt so eine Ice Edition. Die sind dann ohne Lack, weil wir auch dann Ärger hatten bei den Lacksachen, dass dann halt auch der Lack immer leidet, wo viel gehobelt wird, fällt auch viel Späne. Die werden teilweise bei den Satteln sehr verformt, ja, das macht der Lack dann auch nicht unbedingt mehr so gern mit. Deswegen haben wir sie davon
sind wir davon abgegangen, nur Lack drauf zu machen. Das sind ja auch alles nur Modelle, ja. Das sind auch alles nur erstmal Modelle vorab, bevor sie in Serie gehen. Also ist bei weitem noch nicht so, dass es jetzt 10.000 Stück gibt oder so, sondern es gibt jetzt einige im Angebot und daran wird ständig noch gefeiert. Wie gesagt, die neueste Entwicklungsstufe ist, dass wir hier diesen Winkel einfach weggelassen haben. Der wird ja auch hier bei einer Vierlaufsattelstütze, läuft das vielleicht Gefahr, dass er an den Gummi kommt. Ja, und das will ja auch keiner, dass er dann den Gummi beschädigt. Sieht ja auch nicht mehr dann schön aus, gerade wenn man sich eine neue Sattelstütze kauft. Im Normalfall kann man den so befestigen, dass das nicht passiert, aber es könnte ja passieren und das wollen wir ja nicht. Und außerdem diese Winkel aufzubiegen, wie gesagt, das nimmt ja auch dementsprechend Zeit, so sehen die normalerweise aus, da würde man den gar nicht hier ranbekommen, ja? Das würde gar nicht passen. Ja? Bei dem sehe ich es dann schon anders aus, ja? Der passt dann schon hier drüber, aber der passt halt nicht da drüber. Eben. Also wer sich nur mal den Halter kauft, sollte das natürlich berücksichtigen, ja, dass man nicht diesen Winkel dann einfach da ranbauen kann, auch nicht rein oder so. Das funktioniert nicht. Den müsste man, wenn, mit einem Hammer und innen ausschlagen und bis er schön breit ist. Und dann könnte man den auch mit verbauen. Ja. Wenn man jetzt eine normale Sattelstütze hat, macht das ja auch Sinn, vielleicht sogar den noch als Stütze zusätzlich zu benutzen. Aber wir reden ja sowieso schon bei Weitem darüber hinaus, was wir an Last transportieren wollen, was wir allein schon mit nur der Schraube transportieren können. Das reicht normalerweise vollkommen aus. Ich kann nur empfehlen, so einen neuen Sattel, wer sich was Neues anschaffen will, wie gesagt, wir haben das alles für 79,99. Da ist das, also wir haben mal probeweise, wer es irgendwo günstiger zu kaufen bekommt, der kann es sich ja auch einzeln kaufen. Wer sich so zusammen kaufen will, teilweise werden die Sattelstützen auch allein schon für 50 Euro angeboten. Ja, die gibt es auch wesentlich günstiger für um die 20 Euro oder unter 20 Euro sogar teilweise. Aber teilweise auch für 50 Euro. Da wäre natürlich 79,99 schon wieder. Aber sowas machen wir ja nicht. Also so ein Sattel kostet meistens um die 20, 30 Euro. Je nachdem, manchmal gibt es auch gebrauchte oder nur einmal benutzt, unter 20 Euro vielleicht. Ja, je nachdem, wie man es bekommt. Ja. Auf jeden Fall insgesamt käme man so auf so einen Preis, ja, den man immer auch gewährleisten könnte. Ist ja auch nur zur Probe. Den Halter gibt es nur bei uns. Die anderen Kuppen könnt ihr woanders kaufen. Wie gesagt, Anbauanleitungen habe ich gerade alles umfangreich erklärt. Nicht mit diesem Winkel, ja, weil da würde alles zerkratzen. Ja. Ich meine, jetzt ist der Lack, das ist heute Morgen, habe ich sowas drauf lackiert. Ja. Also das ist klar, dass jetzt der Lack, also der macht das jetzt natürlich noch nicht mit. Es muss jetzt auch nochmal ab, diese Stütze. Ist jetzt nur zur Erklärung. Und wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit, ja, wenn ihr die, wenn ich mal sehen, ob ich die Halterung dann einzeln anbiete oder nur im Set, weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall im Set gibt es jetzt schon erstmal im Angebot, auch noch mit diesem Winkel, das macht ja nichts, man kann den dann auch weglassen, je nachdem, wie das jeder gerne haben möchte, ob er jetzt, wenn, bei einer normalen Sattelstütze kann man die aufbiegen und kann die auch mit verwenden, das steift es zusätzlich noch mit aus. Aber bei einer Fehlersattelstütze macht das halt keinen Sinn, weil dann wird es halt nur den Gummi kaputt machen. So, wünsche euch viel Spaß damit, ne? Und ich melde mich mal wieder bei dem nächsten Video. Mal sehen, was ich mir wieder einfallen lasse für euch. Und bis dahin viel Spaß.